Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und ja, ich bin am Donnerstag um 20.30 Uhr wieder live. Würde mich freuen, wenn ihr da mit am Start seid. Wird ein wilder Stream. Wir werden noch mal ein paar Founders Packs öffnen. Würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall mit am Start seid. Und ja, wir gehen heute rein. In den 118 bis 120 Umtausch im Founders, ja, Umtauschkapitel. Ich habe richtig Bock. Ich habe es die letzten Videos schon angekündigt, dass es soweit sein wird. Und heute ist der Tag gekommen. Wir werden den Umtausch machen. Ich bin maximal gehypt. Ich bin wirklich gespannt. Was wir da für einen Spieler bekommen. Es ist geisteskrank. Es ist einfach nur geisteskrank. Wenn man überlegt, es ist 118, 120. Also egal, wen ich da wahrscheinlich ziehe, ich werde ihn spielen. Außer es ist halt die falsche Position, dann nicht. Aber das ist schon Non-Plus-Ultra, was wir heute öffnen. Also das ist der beste Umtausch. Besser geht es halt wirklich nicht. Also seid gerne mit am Start. Bleibt gerne dran, wenn ihr wissen wollt, wenn ich jetzt gleich ziehe. Oh Junge, ein bisschen nervös bin ich schon. Wir haben auch jetzt hier genau die 1514 Punkte. Das reicht dann auch dafür aus. Für den Umtausch. So sieht's aus. Und ah, Mann, ey, wann? Ich will endlich mal hier ein bisschen vorankommen. Aber irgendwie, ja, wir sind aktuell 20 Millionen Founders. Da fehlen noch 10 Millionen für 30 und nochmal 20 für hier. Und Moukoko will ich natürlich auch nochmal gerne mitnehmen als Pionierspieler. Aber es haben sich bis jetzt nur 20 Millionen Leute als Founder registriert. Also da geht auch ein bisschen mehr, oder? Würde ich sagen. Wir haben jetzt noch 29 Tage Zeit. Das sollte auf jeden Fall klappen, weil ich will auf jeden Fall einen Moukoko haben. Einen Mucki als Pionierspieler. Das wäre eigentlich schon ziemlich cool. Morgen werden wir uns hier einen Teriori abholen. Darauf könnt ihr euch auch schon mal freuen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nochmal rein in die beiden Packs. Und mal gucken, was wir so ziehen. Also hier erwarte ich jetzt nichts Krasses draus. Okay, Retro-Star-Spieler. Okay, kann man nicht verkaufen. Alles klar. Und 108 bis 113. Let's go. Vielleicht ein Walkie? Nee, leider nicht. Ein Tots, ein Chesney. Ja, moin. Chesney. Der alte Frechdachs. Okay. Ich muss jetzt halt noch mir einen Spieler kaufen. Ich könnte jetzt auch rein theoretisch Horry nehmen. Das ist mir bewusst. Aber ich will ihn halt gerne spielen. Das ist halt das Ding. Deswegen werde ich mir einfach vom Markt ganz einfach einen Horry kaufen. So einfach ist es, weil Horry ist der günstigste. Und ich glaube, das müsste zählen, ne? Retro-Star-Spieler. Ich gucke nochmal, dass ich jetzt hier ja keinen Fehler mache. Aber das sollte alles so funktionieren. Genau, 117 Gäste, Retro-Star-Spieler, tauschbar. Das ist gut. Das heißt, ich kann noch Horry verwenden. Und das ist halt wirklich der günstigste 117er. Das ist eigentlich ziemlich geil, dass Horry halt so günstig ist, durch den Star Pass halt, ne? Wenn wir uns mal angucken, Haaland ist noch am teuersten, den ich auch aktuell im Team habe. Dann kommt hier ein Petit. Ja, Van Hazard ist noch teuer, auch relativ. Beckham auch noch, ist okay. Aber Horry ist mit 1,2 Milliarden der günstigste. Und Ronaldo gibt es natürlich auch noch, der ist am teuersten. Aber Petit kann ich jetzt mal hier wegmachen. Aber Horry, würde ich sagen, let's go. Die holen wir uns für 1,18 Milliarden. Habe ich immerhin noch eine Milliarde auf der Uhr? Ja, habe ich noch 1,1. Das ist doch eigentlich ganz solide. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Und dann haben wir jetzt hier einen 170er Teriori. Hoffentlich. Jawohl, jetzt haben wir ihn. Let's go. Also, wie gesagt, jetzt sollte das eigentlich klappen. Wenn das jetzt nicht klappt, bin ich wirklich gebrochen. Aber es sollte klappen. Und es klappt auch. Und da haben wir die, Bedingungen erfüllt. Mit dem 117er Teriori. Und mit den 1500 Scouting-Punkte. Ich glaube, ich werde diesen Umtausch wirklich nur einmal machen, auch wenn man halt bedenkt, dass Horry jetzt so günstig ist. Oder er wird ja noch günstiger, besser gesagt. Alter, der Akt, 1500 Punkte zu sammeln, ist halt schon hart. Und ich habe halt auch noch ein bisschen was vor im Founders-Event, ne? Wenn ich halt nur auf den Umtausch gehe, ja, ich weiß nicht. Man könnte halt auch rein theoretisch das hier noch öffnen. Ich habe jetzt gehört, das soll gut sein, aber ich habe auch wieder von Leuten gehört, das soll nicht so geil sein, das Pack. Ja, man hat halt hier beim 10. Kauf die Chance 112, 120. Also da haben wir halt auch noch mal eine geringe Chance, sage ich jetzt mal. Klar, im Umtausch, den ich jetzt mache, ist die Chance größer, jetzt zum Beispiel nach Haaland zu ziehen, als hier. Deswegen, aber ich hatte ja eigentlich auch noch vor, einen Fernandes mir abzuholen. Dafür braucht man aber auch 3000 Scouting-Punkte. Also es ist schon alles ziemlich teuer.
Ich muss mal überlegen, wenn ihr Bock habt, vielleicht mache ich dann nochmal einen zweiten Umtausch. Ich meine, man kann ja hier auch noch, genau, man kriegt ja hier auch nochmal relativ viele Punkte, jeweils immer 300. Das ist ja auch gar nicht mehr so verkehrt hier. Also, ja, muss ich mal schauen, ne? Muss ich mal schauen, wie wir das dann alles anstellen. Weil, ja, zweimal den Umtausch kann man sich schon vorstellen. Kann man sich schon vorstellen, warum eigentlich nicht, wenn man mal hier guckt. Also, die einzigen Also, wer ist hier Pionier? Haaland ist Pionier, genau, den kann man auch nicht verkaufen. Ronaldo ist auch Pionier, kann man nicht verkaufen. Neymar, boah, das wäre so geil, Neymar-Pionier. Bellingham-Pionier. Ansonsten, ja gut, Van Dijk ist noch Pionier. Und das war's, das war's. Das sind die einzigen Pionierspieler, okay. Ja, gut, es sind jetzt natürlich nicht so viele. Es sind 1, 2, 3, 4, 5. Sind das auch Pionier? Das sind auch Pionier, oder? Ja, müssen Pionier sein, wenn man nicht verkaufen kann. Ja, okay, nee, dann sind es sogar 4, 5, 6, 7 mit den Icons. Okay, 7. Aber das ist dann doch schon mal ein bisschen besser. Okay, ich bin jetzt mal gespannt. Also ein Pionier wäre natürlich geil. Pionier wäre optimal, weil ich den halt einfach dann übertragen kann für die nächste Season. Und ich hoffe vielleicht kein 118er. 118er wäre schon ziemlich, ja, würde ich nicht fühlen. Würde ich schon fühlen an sich schon. Aber ich hätte halt eher mehr so auf 119, 120 Box, so wie es ist. Aber da wäre ich schon leicht enttäuscht. Also es gibt viele Flaggen hier. Ich kann mir jetzt nicht alle merken, was jetzt wer ist. Aber Brasilien natürlich, Portugal natürlich, Norwegen natürlich. Und England vielleicht auch noch. Wobei England auch viele wahrscheinlich sind, oder? Ja, gut, kann auch ein Mount sein. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen rein in diesen Umtausch. Let's go. Ich hab Bock. Ich bin gehypt. Und ich würde sagen, ich drück drauf. 3, 2, 1. Let's go. Ich habe auf Umtausch gedrückt. Es ist vorbei. Jetzt ist durch. Gibt kein Zurück mehr. Der Spieler ist im Pack. Es ist die Frage nur, welcher Spieler. Come on, EA. Bitte gönn. Let's go. Ich hab drauf gedrückt. Abfahrt, Junge. Come on. Oh mein Gott. Frankreich, es ist Pionier, jawohl, Junge, okay, ist 118, aber Pionier, let's go, Junge, vamos, boom, Junge, Pionier, das ist geil, 118 habe ich gerade eben gesagt, okay, wäre ich nicht so jetzt einverstanden, aber da es halt ein Pionier ist, ist es richtig geil, jawohl, Junge, let's go, Junge, meinen ersten Pionierspieler gezogen und dann auch noch so einer. Und dann auch noch so ein Spieler. Pires, geil. Geil. Nehme ich mit, weil er ein Pionier ist. Der kommt direkt rein, Pires. 118. Ach, cool. Mein erster Pionierspieler und dann auch noch ein richtig geiler. Klar, Haaland, Ronaldo, wäre nochmal ein bisschen besser. Da sage ich auch nichts gegen. Aber trotzdem bin ich zufrieden. Ich bin zufrieden, dass ich einen Pionierspieler gezogen habe. 123 Guess hat der Mann jetzt. Alter Falter, Junge. Also jetzt ist die Frage, was mache ich mit Horry? Ich werde Perez auf jeden Fall spielen, das ist klar, weil ich kann ja sowieso nicht verkaufen. Ist die Frage, was mache ich mit dem Terry Horry? Könnte ich natürlich jetzt, sparen und dann halt nochmal einen Umtausch machen. Weil, ja, ich habe halt jetzt einen Perez. Den spiele ich jetzt auch auf jeden Fall. Seine Stats sind absolut abnormal. Da habe ich richtig Bock drauf. Und Horry können wir dann eigentlich aufsparen für den nächsten Umtausch. Oder ich verkaufe ihn halt. Aber ihr habt es ja gerade gesehen. Ich denke mal, dass er noch ordentlich sinken wird. Könnt ihr mal gerne jetzt in die Kommentare schreiben, was ich machen soll. Weil ja, Pires kann ich wie gesagt nicht verkaufen. Deswegen werde ich ihn ja auch spielen. Aber einen. Ich bin lost. Ich wollte jetzt nach Horry gucken. Ich habe ihn noch gar nicht abgeholt. Genau. Werden wir morgen abholen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Was sollen wir machen mit Horry? Verkaufen oder sparen auf den nächsten Umtausch? Ich habe irgendwie noch Bock, einen zweiten Umtausch zu machen. Es kribbelt so in einem bei diesem Umtausch. Es ist schon geil. Und da ich jetzt einen Pionier gezogen habe, umso geiler. Ah, Freunde, was sagt ihr dazu? Habt ihr den Umtausch auch schon gemacht? Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare, wen ihr gezogen habt. Ich würde sagen, das gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen in alter Frische wieder, Freunde. Macht's gut, bis morgen. Haut rein und ciao.